Gibt es eine Alternative zu Arrays? Ja, man könnte natürlich sich vorstellen, wieso schreibe ich nicht einfach, wenn ich ein paar Elemente oder ein paar Variablen haben möchte, die in einem gewissen Zusammenhang stehen, die der vor mir hin, V1, V2, V3. Ja, und jetzt kommt schon das Problem. Was ist denn bei 100.000 Elementen? Da müsste ich hier hinschreiben V1, V2, V3 und so weiter bis V100.000. Das geht natürlich nicht. Und, das haben Sie sicher schon festgestellt in den vergangenen Unterrichtseinheiten, es existiert auch kein Zusammenhang zwischen diesen Variablen zur Laufzeit. Das heißt, wenn ich auf das dritte Element, auf die dritte Variable zugreifen möchte, dann muss ich das hier zur Kompilierzeit schon mit V3 auch benennen. Und genau dazu dienen Arrays. Man kann halt im Prinzip beliebig viele Elemente zu einem Array zusammenfassen und man kann zur Laufzeit über einen Index auf diese Elemente zugreifen. Was ist in Java bezüglich Arrays zu sagen? Der Elementtyp ist fest. Das heißt, wenn ich festgelegt habe, in einem Array können Integer-Werte gespeichert werden, dann kann ich das nachträglich nicht mehr ändern. Die Dimension ist fest. Wenn ich festgelegt habe, ein Array hat die Dimension 2, so wie gerade in dem Beispiel, dann ist diese Dimension fest und ich kann das Array nicht erweitern zu einem beispielsweise dreidimensionalen Array. Erlaubt sind 1, 2 bis n dimensionale Arrays, wobei das n dieser Parameter aber zur Kompilierzeit schon feststehen muss. Und der Zugriff erfolgt dann, der Zugriff auf die einzelnen Elemente des Arrays erfolgt über einen n-dimensionalen Index. Der Zugriff erfolgt, man sagt dazu, random access oder wahlfrei. Das heißt, ich kann unmittelbar auf das zehnte Element zugreifen, ohne vorher auf die ersten neun Elemente zugegriffen zu haben. Man unterscheidet sequentiellen Zugriff von dem Random Access Zugriff, wie man ihn häufig bei der Dateiverarbeitung sieht. Wenn man mit Dateien arbeitet und hier einzelne Zeilen lesen möchte und beispielsweise die Zeile 5 lesen möchte, dann muss man häufig, bevor man auf die Zeile 5 zugreifen kann, zunächst die ersten vier Zeilen lesen. Das bezeichnet man dann als sequentiellen Zugriff. Und bei Arrays habe ich wahlfreien Zugriff, das heißt, ich kann auf die einzelnen Elemente direkt zugreifen. Arrays sind in Java Referenzdatentypen. Was es damit genau auf sich hat, dazu kommen wir in der nächsten Unterrichtseinheit. Objekte sind übrigens auch Referenzdatentypen. Arrays werden in Java dynamisch erzeugt. Und Arrays werden in Java automatisch gelöscht, wenn sie nicht mehr benutzt werden können. Ja, was es damit auf sich hat, dann später mehr.